Fühl dich gegrüßt. Wer auch immer du bist. Spack! Ja, du Spack, ich hab nur dich an! Aus die Maus, Prügel raus. Dann kündigen, schneiden, rendern, hochladen. Was? Hab ich nicht mitbekommen, dann ist mir ehrlich gesagt auch scheißegal. Und wenn du unbedingt einen Hater unterstützen willst, der hier nur Scheiße baut und nicht genug Eier hat, um seinen eigenen Content zu bringen und nur über mich zu reden, dann ist mir das ehrlich gesagt mittlerweile auch scheißegal und du kannst mir auch gestohlen bleiben. Ich habe echt die Schnauze voll. Wenn du unbedingt Mobbing unterstützen willst, dann tu das. Arschlöcher. Mach noch übrigens so weiter, dann steige ich mich echt in was rein. Du unterstützt diese Scheiße von diesem asozialen Wichser und der baut hier nur Scheiße. Ich habe mir seine Videos jetzt mal angeschaut. Du wolltest, dass ich sie mal mache, also habe ich es getan. Und der baut hier nur Scheiße auf ganzer Linie und fordert Leute sogar noch zum Mobbing auf, fordert Leute auf, Reuploads zu machen und so weiter und so fort. Ich habe, glaube ich, in meiner Zeit der Hater, und das sind echt nicht wenige Jahre, habe ich, glaube ich, kaum einen gesehen, der so ein letztes Arschloch ist wie dieser blöde Wichser. Und wenn du mich jetzt noch ein wenig weiter damit nervst, hau ich dich ganz aus meiner Liste. Das war's nämlich für mich. Ich hab die Schnauze ein für alle Mal voll. Diese Scheiße geht mir auf die Eier. Ich hab dir lang genug die Chancen gegeben. Egal, was schon alles war. Was soll ich öffentlich erzählen? Das weiß kein Schwein, mit dem ich schreibe. Außer, das würde irgendjemand anderes sagen, der es weiß. Und von mir weiß es niemand. Also, lass es gut sein. Ich hab die Schnauze ein für alle Mal voll. Du bist doch diejenige, die unterstützt. Die den unterstützt, den blöden Wichser. Ich hab dir lang genug die Chance gegeben. Ich renne dir die ganze Zeit nach. Ich hab keinen Bock mehr. Ganz ehrlich, ey, ohne Scheiß, jeder Mensch auf dieser Welt, das gilt übrigens auch für die Leute hier im Stream, jeder Mensch, der solche Assis wie diesen blöden Carré und den ganzen Cosmo und wie die ganzen blöden Asozialen heißen, unterstützt, ist kein Stück besser wie die Hater selber. Ja, ich muss da hinschauen, da ist die Kamera. Also ganz ehrlich, egal ob ihr nur einen kleinen Kommentar schreibt oder ob ihr irgendeine andere Scheiße baut, dieses dumme Stück Scheiße verwendet Videos, Bilder und Audios von mir, auf die er keine Rechte hat. Und er macht ganz was anderes noch. Der hat hier Adressen gepostet, der hat hier Leute zum Haten aufgefordert. Die Sache mit der Farbe ist auch von dem Wichser wahrscheinlich, wie es aussieht, weil er in irgendeinem Stream was davon erzählt hat, wo ich gesehen habe. Also lasst es einfach bleiben, ja. Wenn ihr es nicht wisst, dann lasst es. Ich habe die Schnauze nämlich so fucking voll. Ganz im Ernst, ihr könnt mich alle mal. Wenn ihr unbedingt Mobbing unterstützen wollt, dann tut es, Alter. Geht her und schießt mir gleich eine Kugel in den Kopf. Ich habe nämlich die Schnauze echt voll. Weil es ist letzten Endes der absolute Bullshit, ja. Die scheiß verfickte Wix-Gamer geht her und geht auf mich los mit meine, was habe ich? Wie viele Zuschauer habe ich? Ich habe jetzt im Moment, obwohl ich mich aufrege, habe ich 175 Zuschauer. Dieser Asozial hat über 1000 Zuschauer. Ey, geht zu dem Pisser. Fuck den Typen in den Arsch, Alter, und leckt mich am Arsch, ey. Die Schnauze echt voll. GEMA, BLM, ernsthaft, nicht GEMA, BLM. Geht zu dem Wichser und hock und fetzt den, fuck den, Alter. Und lasst mich in Ruhe, ohne Scheiß. Ich stehe gegen Mobbing und jeder, wer diese Hater unterstützt, steht für Mobbing. Und ist damit genau das Gegenteil zu mir. Ihr habt doch keine Ahnung, Alter. Ich wünsche euch einen Tag in der Hölle. Das wäre für mich eine nette Abwechslung. Ohne Scheiß. Fesse aufreißen, keine Ahnung davon. Ihr habt keine Ahnung, was Mobbing mit Menschen anstellt. Nicht die geringste. Es gibt Leute, die bringen sich um. Wegen solcher Arschlöcher wie dem Carré, dem Cosmo, Regenbogenscharf, Red TV, Boneclicks und wie sie alle heißen, die ganzen Assis. Wollt ihr dafür verantwortlich sein, dass sich Leute umbringen? Denn wenn ihr beim Mobbing mitmacht, seid ihr nicht besser. Dann macht ihr, unterstützt ihr nämlich genau diese Aktionen. Dann sorgt ihr dafür, dass Leute sich umbringen. Ganz ehrlich. Ihr habt nur gegen mich. Mich wollen alle, dass ich mich umbringe. Nur, dass ich 10.000 Mal stärker bin als jeder Einzelne von euch. Ja? Ich werde mich im Leben nicht umbringen. In 1.000 Jahren werde ich mich nicht umbringen. Zumindest nicht wegen sowas. Weil ich stärker bin. Das ist genau der Grund, warum mich so viele haten. Weil ihr keine Chance gegen meine Macht habt. Und damit es nicht irgendwie körperliche Kraft gemeint, damit es nicht Intelligenz gemeint, damit es Durchhaltevermögen gemeint. Das Leben ist nicht einfach. Es gibt im Leben so viel Scheiße, die man durchmacht. Es gibt so viel Bullshit. Und ich stell mich hin, egal was passiert, und ich kämpfe. Ich kämpfe, ich gebe nicht auf und ich werde nie aufgeben. Ihr gewinnt vielleicht eine Schlacht, ihr gewinnt vielleicht sogar den Krieg, aber ich werde immer weiter kämpfen. Und wenn ich alleine dastehe und keine Arme, keine Beine mehr habe, dann fange ich an, euch in die Waden zu beißen. Ich werde trotzdem weiter kämpfen, bis ich draufgehe. Also lasst es bleiben. Lasst es einfach bleiben. Ihr habt seit 5 Jahren keine Chance gegen mich. Ihr werdet auch in 5 Jahren noch keine Chance gegen mich haben. Ich werde weitermachen, bis es endet. Und egal wie es endet, ja. Stellt euch gegen Mobbing und sorgt nicht dafür, dass Leute gemobbt werden. Wenn ihr nämlich da mitmacht, wenn ihr Leute zuschaut, wie Carré oder Cosmo oder wie sie alle heißen, dann unterstützt ihr Mobbing und damit unterstützt ihr auch Leute, die sich selbst umbringen, dass die Leute sich selbst umbringen. Das ist total asozial. Ganz ehrlich.
Ja, ihr braucht hier nicht die Fässer aufreißen. Ihr habt keine Ahnung, Alter. Ich wünsche euch einen Tag in der Hölle. Für mich wäre das eine nette Abwechslung. Egal, was mir alles passiert ist. Ich bin immer noch hier. Ich mache immer noch weiter. Ich kämpfe nach wie vor und ich werde es nie aufhören. Und dann versuchen die Leute, mich auf fiese, mit fiesen Taktiken rauszuhauen. Mit der BLM, mit den ganzen anderen Gedöns, was in den letzten Jahren alles passiert ist. Ihr versucht mich in jeder Art und Weise fertig zu machen. Ihr versucht mich auf schmutzigste Art und Weise fertig zu machen. Und habt trotzdem keine Chance gegen mich. Wenn ich irgendwann, wenn ich irgendwas aufhören muss, was BLM oder so angeht, dann zeigt das letzten Endes nur, dass ich trotzdem unbesiegt gehe. Weil letzten Endes habt ihr schmutzig gekämpft. Mit fiesen Tricks und mit fiesen Aktionen. Die BLM sollte mich unterstützen und nicht gegen mich arbeiten. Weil damit würde sie zeigen, dass sie gegen Leute wie euch, die hier nur Scheiße bauen, die nur Leute mobben, die Leute ins Grab töten, ins Grab mobben, dadurch würden die zeigen, dass sie gegen sowas sind. Zumal sie hier nur Scheiße bauen und sich nie entschuldigt haben für die Scheiße, die sie machen. Und du trägst Scheiße, Alter, du kannst dich ganz woanders Mimimi machen, Alter. Ich rede für alle, die gemobbt werden, nicht für mich alleine. Es ging mir noch nie um mich alleine. Es geht mir um jeden, der gemobbt wird, um alle Kinder in der Schule, um alle Leute in der Arbeit, die gemobbt werden, um jeden Menschen, der gemobbt wird. Geht's mir. Es geht nicht um mich, es geht um all die Leute, die gemobbt werden. Ihr sagt immer, ich bin Mimimimimi, ich bin Lülülülü und wie sie alle heißen und was alles ist. Ich stehe alleine gegen Hunderttausende von Hatern, alleine. Was macht ihr, Alter? Ihr seid Hunderte gegen einen. Ihr habt noch nie eine Chance gehabt und ihr werdet es auch nie haben. Ich kämpfe für eine bessere Welt. Ob ihr es erkennt oder nicht, ist mir egal. Irgendwann, und wenn es 100.000 Leben dauert, wenn es in diesem Leben nicht klappt, komme ich im nächsten wieder und mache das Gleiche wieder. Werde wieder gegen Mobbing kämpfen, werde wieder das ganze Scheiße von vorne anfangen. Wisst ihr, ich bin nicht der schlauste Mensch. Ich bin auch nicht der stärkste Mensch. Aber ich bin trotzdem da und kämpfe. Und ich werde es immer machen. Weil es im Leben nicht darum geht, wie viele Niederlagen man hat. Sondern es geht um die Siege, die weit weniger sind als die Niederlagen. Klar, ja, werdet immer mehr Niederlagen erleben als Siege. Und trotzdem dürft ihr nicht aufgeben. Wenn ihr nämlich aufgebt, stirbt. An alle da draußen, die gemobbt werden. An alle da draußen, die in irgendeiner Art und Weise fertig gemacht werden, die gehatet werden. Ob es im Internet ist, ob es auf privaten Ebene ist. Egal in welchem Bereich in eurem Leben ihr gemobbt werdet. Steht auf und kämpft. Ihr seid stärker als diese Idioten, die euch angreifen. Ihr seid stärker als diese Idioten, die euch fertig machen. Keiner ist euch gewachsen. Das ist der Grund, warum die auf euch losgehen. Nicht, weil ihr irgendwie dumm seid. Nicht, weil ihr irgendwie es nicht bringt oder so. Sondern, weil ihr eine Stärke besitzt, vor der die Angst haben. Das ist genau der Grund, warum ihr gemobbt werdet. Und ihr dürft nie aufgeben. Ihr müsst immer kämpfen. Ihr habt eine Stärke in euch, die die anderen Hater und die Leute, die euch fertig machen wollen, nicht besitzen. Davor haben sie Angst. Diese Menschen werden euch nie gewachsen sein. Schaut mich an. 5 Jahre, ihr geht jetzt auf YouTube. 10 Jahre habe ich so einen Scheiß in der Schule mitgemacht. Das sind also 15 Jahre, wenn man es zusammenrechnet. Und ich stehe immer noch hier. 15 Jahre meines Lebens. Das ist die Hälfte meines gesamten Lebens. Mindestens. Und ich bin immer noch da. Ich habe die Hälfte meines Lebens damit zugebracht, Idioten wie Carré und den ganzen anderen Bullshit-Arschlöchern da draußen zu zeigen, dass es asozial ist, was ihr macht. Ihr müsst kämpfen, ihr dürft nie aufgeben. Die Hater sind euch nicht gewachsen. Die Leute, die euch mobben, sind die Schwachen. Das sind diejenigen, die euch angreifen, weil sie eure eigene Stärke fürchten, weil sie eure Stärke versuchen zu unterdrücken. Und weil es so viele sind, wirken sie so stark. Aber keiner von ihnen, alle zusammen, weder der Einzelne noch alle zusammen, sind etwas wert. Nicht ansatzweise das, was ihr wert seid. Ihr dürft nie aufgeben, ihr müsst immer kämpfen. Ich weiß, dass ihr es schaffen könnt. Ich bin der lebende Beweis dafür, dass man es schaffen kann. Nie aufgeben, immer stehen und siegen. Und wenn ihr nur einen Sieg in 100 Jahren haben werdet, es wird ein Sieg sein, der alle anderen überflügeln wird. Das hat mit Motivationssprechern nichts zu tun. Leute, die andere mobben. Ich habe es mein ganzes Leben lang gesehen. Ich habe das mein ganzes Leben lang betrachten können und sehen können, welche Leute andere Leute mobben. Und keiner war anderen gewachsen. Was haben die Hater denn erreicht in ihrem Leben? Sie kommen hierher, bauen hier Scheiße, werden teilweise sogar eingeknastet oder kriegen riesige Strafen und alles, zahlen hier was weiß ich alles. Was haben die Hater wirklich erreicht? Ich bin alleine. Ich habe mich trotz der ganzen Hater ich habe mich auf fast 89.000 Abonnenten hochgeballert. Ich bin in einer Größenordnung bekannt, die weit über 300.000 Leute geht. Ich habe eine Videoaufrufzahl von über 800.000. Wenn ich wirklich so schlecht bin, wenn ich wirklich so dumm bin, wenn ich wirklich so scheiße bin, warum habe ich das alles geschafft? Weil die Hater mich unterstützen? Nein. Weil es da draußen genug Menschen gibt, die auch gemobbt werden. Weil es da draußen genug Menschen gibt, die auch angegriffen werden.
Warum habe ich also nicht mehr als 800 oder 80.000 Abonnenten? Warum habe ich nicht mehr als 80.000 Abonnenten? Oder 88, 89.000? Ganz einfach. Weil diejenigen, die gemobbt werden, weniger sind. Aber mir ist jedes einzelne Abo 10.000 Mal mehr wert von einem Menschen, der keine Scheiße baut, der kein Hater ist, sondern gemobbt wird. Ist mir 10.000 Mal jedes Abo mehr wert von jeder einzelnen Person, als auch nur ein Abo, also auch nur 100.000 Abos von Hatern. Ja? Ich meine, sich die Hater zunutze machen, ja? Wie zum Beispiel, das ist mal ein gutes Beispiel, ach, ich weiß auch nicht, wie wäre es mit Tanzverbot oder Excel? Das kann jeder kann sich da auf die Art und Weise hochballern. Aber das bedeutet nichts. Das wird nie was bedeuten. Ich habe lieber 80.000 Leute, die gemobbt wurden und dadurch versuchen, oder sich dadurch motiviert fühlen, dass ich weitermache, als Hunderttausende von Hatern. Ihr lacht über mich, weil ich anders bin. Ich lache über euch, weil ihr alle gleich seid. Ist ein dummer Spruch von einem Shirt, aber der passt so perfekt auf die Hater. Und ich scheiße auf alle, die Hater unterstützen. Ihr findet das, was ich mache, nicht richtig. Ihr findet das, was ich mache, abstoßend. Das ist eure freie Meinung, das dürft ihr auch so machen. Aber ich bin nicht derjenige, der Leute angreift. Ich bin nicht derjenige, der Leute die Fenster einschmeißt. Ich bin auch nicht derjenige, der Leute jahrelang im Internet mobbt und fertig macht und versucht, einen Selbstmord zu treiben. Ich greife Leute an, wenn sie mich angreifen. Ich gehe auf Leute los, die auf mich losgehen. Ich verteidige mich. Das nennt man lediglich Verteidigung, nicht mehr und nicht weniger. Aber alles andere. Ich meine, warum greife ich Leute an, die vor meinem Tor stehen? Warum? Weil sie mich stören, weil sie mich in meinem Privatleben angreifen, weil sie mich in meinem Privatleben fertig machen. Ja? Jeder Mensch, der vor meiner Haustür steht, geht das Risiko ein, dass ich die Polizei rufe. Jeder Mensch, der vor meiner Haustür steht, geht das Risiko ein, dass ich ihn anzeige, wenn er irgendeine Scheiße baut. Jeder Einzelne. Was baue ich denn für Scheiße? Stehe ich bei euch vor der Haustür? Schlage ich eure Fenster ein? Komme ich zu euch nach Hause und prügel euch zusammen mit einem Schlagstock, mit einem Messer, mit einer Schusswaffe, mit Fäusten, mit einem Stock, mit was weiß ich noch alles? Mache ich das? Habe ich das je getan? Ich habe mir mein Leben lang nichts zu Schulden kommen lassen. Ich habe versucht, mein Leben lang niemanden auf die Füße zu treten. Ich habe mein Leben lang niemanden angegriffen, es sei denn, ich wurde angegriffen. Letzten Endes ist das alles Bullshit. Ich habe eigentlich jetzt jemanden kennengelernt. Ich dachte eigentlich, dass diese Person mich versteht, dass ich mit der Person vielleicht auch ein langfristiges Leben führen könnte. Aber letzten Endes passiert damit eigentlich nur eins. Es ist völliger Bullshit. Es ist mal wieder völlig in die Hose gegangen. Ich habe jetzt echt der Person alles verziehen, was passiert ist zwischendurch. Ich habe alles verziehen, was war, alles, was sein könnte. Und es hat einfach keinen Sinn. Ich habe die Schnauze einfach ein für alle Mal voll. Ich meine, Leute wie Carré und so weiter, die haben solche Schiss davor, dass man es ja fertig machen könnte, dass sie sich hinter einer Anonymität verstecken. Was genau zeigt das denn? Was genau sagt das dann über diese Menschen aus? Ich habe so viel Mut, dass ich von Anfang an immer ehrlich war und gesagt habe, wo ich wohne, wer ich bin, was ich mache. Ich war so ehrlich, dass ich meinen PH-Account habe. Ich bin so ehrlich, dass ich das und das mache, was ich denke und will. Ihr sagt immer, ich bin Lü-Lü-Lü. Ich bin der ehrlichste Mensch hier im Raum wahrscheinlich. Und ich rede nicht von meinem Raum hier im Haus. Ich kenne mich besser als jeder andere sich selbst kennt wahrscheinlich. Auch wenn es sehr arrogant klingt, ist mir auch scheißegal mittlerweile. Fakt ist, dass ich keine Scheiße baue. Fakt ist, dass ich niemanden angegriffen habe, es sei denn, ich wurde angegriffen. Ich habe mich immer nur verteidigt. Ich habe es nie anders gemacht. Ich habe mich immer nur verteidigt, von Anfang an. Und als ich versucht habe, andere zu beschützen, wurde ich erst recht angegriffen. Und dann auch letzten Endes noch von allen verraten, die ich beschützen wollte. Und warum habe ich trotzdem nicht aufgegeben? Wisst ihr, ihr seht immer das Negative an mir. Ihr seht nur das, was ich angeblich für Scheiße gebaut habe. Zählen wir doch mal die Sache auf, die ich Scheiße gebaut habe. Ich habe gesagt, wo ich wohne. Ich habe gewisse Vorstellungen oder gewisse Ansichten auf die Welt, die anderen Leuten nicht passen. Ich habe gewisse Sachen gesagt, die unangebracht waren, ja, unter anderem Beleidigungen. Alles aber auf verbaler Ebene. So. Und was ist letzten Endes passiert? Es kamen Leute zu mir vor die Haustür, die mich im realen Leben attackieren. Mit Schlagstöcken, mit Messern, mit was weiß ich noch allem. Die mich real angegriffen haben. Nicht verbal, sondern real. Ja? Fäuste. Ich habe einen Zahn verloren. Wegen einem von diesen Arschlöchern. Meine Scheiben wurden eingeschlagen. Meine Hauswand wurde so mit Eiern besprenkelt, dass ich den ganzen Putz weghauen müsste, neu verputzen und dann erst streichen könnte. Farbe, Böller und was weiß ich noch alles. Was habe ich euch eigentlich getan?
Habe ich irgendeinem Menschen von euch jemals körperlichen Schaden zugefügt? Habe ich irgendeinem Menschen von euch wirklich jemals, wirklich ernsthaft jemals psychischen Schaden zugefügt? Habe ich euch in irgendeiner Art und Weise Schaden zugefügt? Was habe ich euch getan, dass ihr das rechtfertigt? Carré hat ein Video hochgeladen, gehabt auf seinem Kanal, wo es irgendwie hieß Drachenlord und Tanzverbot irgendwie, so versus. Ich habe mir das Video nicht ganz angeschaut, ich habe nur den Anfang gesehen. Das hat mir aber schon gereicht, weil er nämlich in dem Video angesprochen hat, dass Leute ihm in die Kommentare geschrieben haben, dass er unter anderem sagt, dass die Leute, die Tanzverbot angreifen, Assis sind, die Leute, die mich angreifen, aber nicht. Dass er es unterstützt, mich zu mobben. Ja, das waren seine Worte, nicht meine. Er unterstützt den Mobbing gegen mich. So, was genau habe ich Carré getan? Ich kenne ihn nicht einmal. Wenn er vor meiner Haustür war, und es war er anscheinend auch angeblich, dann frage ich mich letzten Endes, was genau ihm die Berechtigung dazu gibt. Was gibt ihm das Recht, mir auf die Eier zu gehen, mich im realen Leben anzugreifen, in welcher Art und Weise auch immer. Und welche Art und Weise öffentlich und welche Art verbal oder körperlich oder sonst was. In welcher Art und Weise hat er das Recht darauf? Was habe ich ihn als Individuum je getan? Was habe ich irgendeinem Individuum getan, was er hat? Ich habe nie einen Menschen körperlich angegriffen, es sei denn, ich werde angegriffen. Das habe ich jetzt auch schon 100 Mal gesagt. Ich sage es gerne noch 1000 Mal. Ich habe mein Leben lang gegen solche Arschlöcher wie Carré gekämpft und gegen Cosmo und wie sie alle heißen. Ja, weil die Leute kommen her und verdrehen alle Tatsachen. Ich bin der Böse. Was habe ich denn je getan? Real betrachtet, was habe ich je getan? Ich habe keinen von euch je was getan. Letzten Endes liegt die ganze Scheiße nur bei den Hatern. Ich meine, alles, egal ob ihr nur schreibt und irgendwas an und mich irgendwie angreift. Wenn ich euch nicht passe, wenn ich euch nicht schmecke, wenn das, was ich mache, euch nicht passt, warum verfickt nochmal schaut ihr meinen Kanal? Warum verfolgt ihr meinen Stream? Warum verfolgt ihr meine Videos? Was genau gibt euch die Berechtigung, mein Leben in Frage zu stellen und meine Handlungen? Aber eure eigenen Handlungen sind die besseren Taten, obwohl ihr die Scheiße baut, auf ganzer Linie. Halt die Fresse, du Hurensohn. Letzten Endes ist doch diese ganze Scheiße Bullshit. Ihr rechtfertigt euch damit, mich anzugreifen, weil ich die Scheiße baue. Was habe ich denn gemacht? Erzählt's mir, bitte sagt es mir, was ich euch getan habe. Kein Mensch von euch hat Schaden durch mich erlitten. Ich habe ein T-Shirt eingebüßt, oder mehrere mittlerweile sogar. Ich habe einen Zahn eingebüßt. Ich habe eine Verletzung am Arm, Bein und Bauch gehabt, mehrfach. All das, was ihr tut, und ihr braucht euch nicht damit rausreden, ja, aber ich hab dich nicht angegriffen, ich mache nur irgendwelche Hate-Aktionen im Internet. Da bist du nicht besser. Du gehörst zum Kollektiv. Du bist kein Stück besser wie all die Hater da draußen. Keiner von euch ist das. Jeder, der irgendeinen Stream mitmacht, irgendeinen Stream verfolgt, jeder, der Carré oder auch anderen Streamern von den Hatern irgendwelche Unterstützung zukommen lässt, in welcher Art und Weise auch immer, und wenn es nur ein einziger Klick ist, all diese Aktionen sind Mobbing. Wenn die Leute hergehen und meine Reuploads anschauen, anstatt die richtigen Videos, wenn die Leute hergehen und mich verbal angreifen oder körperlich oder einfach nur in den Kommentaren irgendeinen dummen Scheiß schreiben, der überhaupt nicht zutrifft oder irgendwelchen Hatern zustimmen, ja, das ist aber richtig, und die Hater aber irgendwas sagen wie, ja, das ist aber gut, dass man den mobbt. Nein, ist es nicht. Das ist absolut asozial. Und ich verstehe auch nicht, wie man darüber lachen kann. Ich meine, die Person, mit der ich gerade geschrieben habe noch, jedes Mal, wenn ich das anspreche, lacht die darüber. Ich meine, geht's noch? Es ist doch richtig, was ich sage. Oder bin ich wirklich in einer solchen Psychoblase gefangen, mit meinem eigenen Kopf, mit meiner eigenen Realität? Ist meine Realität so daneben, dass diese Angriffe, Fresse halten, ist diese ganze Aktion mit diesen Angriffen, wo auf mich sind. Ist das alles normal? Ist das wirklich das, was in unserer Realität als normal gilt? Ich meine, wie viele Scheiße haben die Hater gebaut? Und wie viele von denen haben wirklich Strafe dafür bekommen, was sie machen? Leute, die hier Böller reinwerfen, meine Scheiben einschlagen, mich angreifen. Wer von denen hat wirklich ernsthaft die Strafe dafür bekommen, was er macht? Die Bullen zum Teil, nicht alle, zum Teil machen die Bullen nichts. Die kommen absichtlich, und ich weiß, dass es so ist, bei manchen, nicht bei allen, die kommen absichtlich zu spät. Wie gesagt, es sind nicht alle, es sind nur ein paar. Aber es reicht, um die Leute, die wirklich Scheiße bauen, zu kommen. Zu entkommen. Tatsächlich habe ich manchmal das Gefühl, und das auch teilweise irgendwie schon wirklich oft so Situationen gehabt, dass die Leute hergehen und wirklich
zu wissen scheinen, wann gleich die Bullen kommen, weil sie wissen, wann ich anrufe. Manchmal habe ich das Gefühl, irgendeiner bei der Polizei hockt drin und sagt, ey, passt auf, verpisst euch da kommen gleich welche. Habe ich echt manchmal das Gefühl. Ey, und das Kranke daran ist, dass ich teilweise wirklich im Kopf habe, ich habe wirklich im Verstand, dass ich wirklich unter Verfolgungswahn leide. Aber es ist tatsächlich Fakt, dass es so passiert. Es ist ja nicht irgendwie etwas, was völlig aus der Luft gegriffen ist. Das sind Fakten, die passieren. Und die auch bestätigt sind, dass passieren. Es ist nicht alles so. Es ist nicht jeder so. Aber es sind viele. Und das ist einfach so eine Aktion, wo ich nicht verstehen kann, dass es einfach so sein kann. Wie kann die Welt so daneben sein? Wie kann das sein, dass die Menschheit so asozial geworden ist? Ich meine, allein die Ausdrucksweise von den Jugendlichen heutzutage. Früher hat man gesagt, schau mal die Frau da drüben. Heutzutage sagen, schau mal die Mulle da drüben oder die alle oder sonst was. Aber da denke ich mir einfach nur, Alter, kannst du links und rechts eine Ohrfeige geben, Alter. Ohne Scheiß. Ey, jedes Mal, wenn ich sowas wie Mulle höre oder so, denke ich mir, ich würde am liebsten die Person richtig fotzen. Weil die einfach keinen Respekt zeigt. Die Leute sagen immer, Ehrenmann, Ehrenmann. Wo ist denn eure Ehre? Wo ist denn euer Respekt, den ihr wollt? Hä? Sagt mir das mal. Wo genau seht ihr eure Ehre, wenn ihr einen Menschen angreift, von dem ihr keine Ahnung habt und nur das nachlabert, was andere euch vorlabern? Sagt mir das. Wo ist da die Ehre? Das ist weder ehrlos, noch hat es Respekt oder sonst was verdient. Und darüber zu lachen, finde ich noch asozialer. Es ist einfach so daneben. Und da kommen auch so viele Sachen zusammen. Mich würde interessieren, wo ihr eure Menschlichkeit her habt. Denn eure Menschlichkeit ist euch irgendwo zwischen Dummheit und Asozialität abhanden gekommen, habe ich das Gefühl. Keiner von euch besitzt wirklich Empathie, der sich wirklich da reinversetzen kann. Wie könnte der sich jetzt fühlen? Nee, du bist nicht geblockt. Habe ich extra nachgeschaut gerade. Ich finde letzten Endes diese ganze Aktion total asozial. Das ist einfach daneben. Leute greifen mich an und rechtfertigen das damit, dass ich irgendwann mal vor 5 Jahren irgendwas gesagt habe, wo ich mich dann ein Jahr später oder ein halbes Jahr oder auch bloß ein paar Tage später schon entschuldigt habe dafür, weil es so nicht gestimmt hat oder weil ich mich da daneben gefühlt habe oder weil ich mal einen schlechten Tag hatte. Ich habe mich so oft schon für die ganzen Verfehlungen, die ich hatte, entschuldigt. Aber was genau sind meine Verfehlungen? Ich habe gesagt, wo ich wohne. Ich habe hier und da mal ein bisschen übertrieben, ein bisschen Scheiße gelabert. Okay, wer von den Hatern labert bitte keine Scheiße? Ich meine, ihr hatet mich, weil ihr meint, dass ich die ganze Zeit Scheiße labere. Und dann hört ihr auf Leute, die von vorne bis hinten alles, angefangen bei ihrem richtigen Namen, über ihre YouTube-Identität, über ihre moralischen Überlegenheiten, Lügen. Über all das, was sie vorgeben zu sein, vorgeben zu haben, vorgeben zu wollen. All darüber, über all diese Sachen lügen sie. Und solche Menschen unterstützt ihr dann, während ihr mich angreift, wo ich mich sogar noch entschuldige für die Scheiße, die ich baue und versuche es anders zu machen. Ich meine, wenn jetzt Carré herkommt und sagt, okay, es tut mir leid, was ich gemacht habe, ist es eine Sache. Wenn er aber herkommt und sagt, okay, tut mir leid, was ich gemacht habe und dann seine Scheiße, die er gebaut hat, auch löscht und es aus dem Internet entfernt und dann dafür sorgt, dass das nicht nochmal vorkommt, dann ist es eine andere Sache. Ich könnte mir vorstellen, dass so Leute wie Carré und Ding das auch öfter machen, oh, sorry, aber letzten Endes machen sie nichts anderes. Sie fangen immer wieder mit dem gleichen Scheiß an. Sie fangen immer wieder an, mich zu mobben, immer wieder mich an zu haten. In jeder Art und Weise und in jeder freien Sekunde, die sie haben. Und ich kann nicht nachvollziehen, wie solche Menschen dann auch noch das gerechtfertigt hinkriegen. Ich meine, wenn ihr in 10 Jahren mal auf euer Leben zurückschaut, seid ihr wirklich damit glücklich, dass ihr jemanden versucht habt, in den Selbstmord zu treiben? Oder es vielleicht in manchen Fällen der Hater bestimmt schon auch geschafft habt? Ich meine, bedeutet euch das Leben eines anderen Menschen gar nichts? Das Grundproblem ist die Einstellung der Menschheit. Ich meine, passt auf. Vielleicht, ich könnte mich täuschen, aber ich, wenn zum Beispiel Polizist bin, ja, dann muss ich allen Menschen helfen. Und nicht nur den Leuten, die mir gerade passen. Aber es gibt einige Polizisten, nicht alle, aber einige, die genau das nicht tun. Denen ist es egal. Die machen ihren Job so, wie sie es für richtig halten. Und gehen her und interessieren sich für manche Leute gar nicht, die offensichtlich und nachvollziehbar, nachweislich einfach gemobbt werden. Aber anstatt einer Anzeige, die man macht, nachkommen zu wollen, was ich vor 5 Jahren gemacht habe, wurde ich rausgeschmissen, weil es dem Bullen nicht gepasst hat, dass ich da jemand anzeigen will. Ich meine, wie daneben ist es eigentlich? Wo genau hakt's, Kollege? Wo genau hängt's? Ich meine, ich werde vermutlich früher oder später im Knast landen. Aber wahrscheinlich einfach deswegen,
weil die Hater mich überall versuchen reinzudrücken. Oder weil ich in dem Bezug auf die Polizei gerade zum Teil die Wahrheit sage. Was heißt zum Teil? Ich sage die Wahrheit, aber zum Teil ist es halt, das trifft halt nicht auf alle Personen zu, die bei der Polizei sind. Es gibt bestimmt bei der Polizei sehr viele gute und fähige, kompetente Menschen, die auch das tun, was sie sollen. Aber wenn ich Polizist wäre, würde ich mir nicht aussuchen, wem ich helfe. Ich muss dem Typen da drüben, der vielleicht sogar schon mal im Knast war, genauso helfen, wenn er angegriffen wird oder bedroht wird, wie dem Typen da drüben, der vielleicht, keine Ahnung, komplett anders ist. Man muss als Polizist den Leuten helfen, die auch Hilfe brauchen. Und man kann sich nicht einfach entscheiden, wen man helfen will und wen nicht. Man muss seinen Job so machen, wie man es will. Wenn ich meinen Job nicht mache, habe ich keine Kohle am Ende vom Monat. Wenn die Polizei ihren Job nicht macht, zum Teil, ne, nicht alle, dann interessiert es aber keinen. Passt mal auf. Ich wurde angezeigt von einem Passanten, der ein Video gesehen hat, wo ich meine Kamera im Auto hatte, wo ich Auto gefahren bin, weil ich meine Kamera ins Auto gehängt habe. Wurde ich angezeigt wegen Gefährdung im Straßenverkehr, obwohl die in einer dafür vorgesehenen Halterung war. Die war in einer vorgesehenen Halterung und hat also somit keinerlei Probleme gehabt. Und in Deutschland darf man mit einer Hand Auto fahren. Ist natürlich sinnvoller, wenn man mit zwei Händen fährt, und es ist auch weit für alle Jugendlichen, die jetzt erst den Führerschein machen oder gerade erst den Führerschein gehabt haben oder gekriegt haben, fahrt mit zwei Händen am Lenkrad. Das ist besser und es ist auch sinnvoller, aber es ist in Deutschland nicht verboten, mit nur einer Hand am Lenkrad zu sein. Und dann zeigt mich jemand an, ein Passant, der das irgendwie mitgekriegt hat, weil ich da gerade irgendwas an meinem Radio umgeschalten habe und dann die Kamera stand und das war halt im Video irgendwie zu sehen. Da zeigt mich eine anonyme Person an. So, es laufen hier Tag für Tag Leute vorbei. Ja, und nicht alles davon sind Hater. Es laufen hier Leute vorbei und schauen dabei zu. Die schauen dabei zu, wie Leute meine Scheiben einwerfen und laufen weiter. Rufen keine Polizei, machen nichts dagegen, sagen nichts dazu. Es ist letzten Endes total asozial daneben, wenn man bedenkt, was die Leute für einen Haufen Scheiße bauen. Es kommen Leute, Servus Apfel, es kommen tatsächlich Leute hierher, die mich anonym anzeigen wegen irgendwelche Sachen, die überhaupt nicht relevant sind, weil sie überhaupt nicht zutreffen. Aber anders machen sie es nichts. Ein anderes Beispiel. Es ist mal irgendwas vorgefallen hier mit den Hatern, ja. Die Hater haben hier Scheiße gebaut, haben auch die Personalien von den Hatern gehabt. Habe ich jetzt gleich die Polizei schon? Die Hater waren hier und haben Scheiße gebaut. Ich bin rausgegangen, da ist halt ein Fall gewesen. Und dann ist die Polizei gekommen und hat die Leute auch angenommen und alles. Und weil ich mich gewehrt habe, ich habe mich nur verteidigt, ich habe nichts gemacht, ich habe mich nur verteidigt. Und dafür habe ich dann eine Anzeige von der Polizei selbst bekommen. Einfach nur deswegen, weil dabei einer zu Schaden gekommen ist, der mich angegriffen hatte im Vorfeld. Das Geile ist, der Typ wollte nicht meine Anzeige machen und die kommen zu mir und zeigen mich an, weil ich mich verteidigt habe, während die meine Sachen beschädigt haben, meinen Zaun und alles. Und die sagen, wir müssen das jetzt machen, weil es gab wieder mal einen Aufschrei von der Gesellschaft, irgendwie von den Leuten, müssen wir jetzt was machen. Weil es einen Aufschrei von Leuten gegeben hat, weil die nichts gemacht haben dagegen. Deswegen mussten die dann zwei Tage später doch eine Anzeige machen. Wo ist der Aufschrei von den Leuten, die hier die Fenster einwerfen? Gegen die Leute. Wo ist der Aufschrei dessen, dass die Leute hier meine Hauswand mit Eiern, mit Tomaten und anderen Lebensmitteln, was eine Lebensmittelverschwendung ist, wo ich euch aufregen könnte, machen. Wo ist da der Aufschrei? Wo ist der Aufschrei der Gesellschaft, wenn es wirklich nötig ist und wenn es wirklich sinnvoll angebracht wäre, anstatt sich bei mir aufzuregen, wenn ich mich nur verteidige oder wenn ich irgendwas mache, was noch nicht einmal wirklich eine Straftat ist? Wo ist denn da die Aufschrei der Gesellschaft? Das würde mich interessieren. Jedes Mal kriege ich von jedem eine auf den Deckel, weil ich einfach nur mein Leben führe. Ich gehe keinem auf die Eier, ich mache keinem was. Ja? Keiner von euch ist gezwungen zuzuschauen. Keiner von euch ist gezwungen, hier in irgendeiner Art und Weise sich zu beteiligen. Niemand. Ihr seid alle frei, einem anderen Menschen zuzuschauen. Oder was anderes zu machen. Ein Buch zu lesen. Wäre zum Beispiel mal sinnvoll in Fällen von manchen Leuten. Aber anstattdessen geht ihr lieber her und regt euch über mich auf. Wo es überhaupt unsinnig ist. Wisst ihr, ich habe vor einigen Jahren, das war sogar lustigerweise in diesem Zimmer hier, habe ich vor einigen Jahren einen Drachenlord aufgenommen, habe ich so ein Herzchen gemalt, da hieß es dann, ich glaube, ich habe das wortwörtlich genannt, wie haben sie es genannt? Ich habe das genannt, mein Glaube an die Menschheit, war es in einem Herzchen zum Kreis.
Und dann habe ich gesagt, plupp, es ist zerbrochen, es ist gefallen. Mein Glaube an die Menschheit ist weg. Es kann gar keinen Glauben an die Menschheit geben, weil letzten Endes keiner wirklich was dagegen unternimmt. Ich stehe hier alleine und versuche, was gegen Mobbing zu unternehmen. Ich versuche, der Gesellschaft zu zeigen, wie asozial Mobbing ist. Ich versuche, was gegen Mobbing zu machen. Ich versuche etwas... wieso kommt denn das schon wieder? Ich versuche, etwas gegen Mobbing zu machen. Ich versuche, etwas dafür hinzukriegen, dass die Leute begreifen, wie asozial Mobbing ist. Ich meine, es gab vor einiger Zeit eine Dokumentation über mich nach der Sache mit dem 20.08. Ich weiß nicht, wer die von euch gesehen hat. Die war wirklich gut gemacht. Da habe ich auch mit teilgenommen dran. Da war ich auch mit drinnen und so. Und da gab es eine Dokumentation über die ganze Sache und auch wegen Mobbing. Und da haben die tatsächlich auch eine Person, eine Frau mit reingebracht, deren Sohn sich wegen Mobbing umgebracht hat. Das war ein kleiner Junge. Der war, ich weiß gar nicht, wie alt der war, das habe ich jetzt in dem Kopf, der war bloß ein paar Jahre alt, 10, 12 Jahre alt. Das ist gar nichts. Das ist kein Alter für ein Kind. Heutzutage jedenfalls, aber früher war das schon ein ziemliches Alter. Heutzutage ist es kein Alter mehr. Und hat sich umgebracht, weil seine Mitschüler ihn in der Schule gemobbt haben. Weil er da keinen Ausweg mehr gesehen hat. Das erste Mal, dass ich mir überlegt habe, mich umzubringen, war mit 13. Ich glaube, keiner von euch kann nachvollziehen, wie man sich fühlt, wenn man im Alter von 13 Jahren schon sich umbringen will. Ich meine, das ist krank. Das ist einfach nur krank. Und Leute wie ich habe den Namen vergessen. Jetzt bescheuert. Leute wie Carré und Cosmo und all diese Leute, die unterstützen das auch noch. Die wollen sogar noch dafür sorgen, dass das hinhaut. Wo ist euer Verstand geblieben? Wo ist eure Menschlichkeit? Wo ist eure Empathie? Ihr greift mich an wegen irgendwelchen Sachen verbaler Natur. Die einzigen Fehler, die ich wirklich gemacht habe, die einzigen Fehler, die wirklich essentiell problematisch waren, waren die Sache mit meiner Adresse, die früher oder später irgendwann sowieso rausgekommen wäre. Die Sache, dass ich mich verbal viel zu oft auf Arschloch, Pisser, Wichser, auf Beleidigungen zurückziehe. Und dass ich, wenn Leute hierher kommen, rumschreie, nachdem sie angefangen haben, meine Fenster zu bewerfen und so. Ich meine, habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, warum ich rumschrei, wenn Leute vor meiner Haustür stehen? Das, was man nämlich in den Videos sieht, trifft so gut wie nie zu. Ich komme nicht einfach raus und schrei rum. Ich warne die Leute. Ich sage, geht weg, lasst mich in Ruhe, hört auf, mir auf die Eier zu gehen. Und das jedes Mal aufs Neue. Ja, das sage ich jedes Mal aufs Neue. Aber wo genau ist denn das? Was genau ist denn da Realität dran? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das letzten Endes einfach nicht. Das hier ist zum Beispiel auch so eine Sache. Ja? Rudi aus Buddeln Blau oder Blue. Oder Rudi aus Buddler Blue. Mein Vater hieß Rudi. Und Blue war das Pferd meiner Mutter. Und beide sind mittlerweile tot. Ja? Mein Vater war ja schon gestorben, bevor ich mit YouTube angefangen habe. Ihr sagt immer, Ehrenmann. Wo ist deine Ehre, wenn du Leute, die längst tot sind und die nichts mit der Aktion hier zu tun haben, mit in eine Aktion reinziehst, die lediglich du als lustig empfindest. Du und die Leute, die nicht genug Verstand haben, um zu wissen, dass es asozial ist. Das würde ich gerne mal wissen. Das wäre echt mal interessant zu wissen. Ich persönlich kann das nicht nachvollziehen, in keiner Weise. Das ist total daneben. Ich habe letzten Endes niemals jemandem was von euch getan. In keiner Art und Weise habe ich je versucht, euch anzugreifen oder irgendwas gegen euch zu machen oder zu euch oder euch was zu tun. Keiner von euch ist verpflichtet, meine Videos zu schauen. Keiner von euch ist verpflichtet, hier zuzugucken und mitzumachen und alles. Es ist jedem seine freie Entscheidung. Ihr seid Erwachsene oder ihr seid zumindest eigenständige Menschen. Jeder von euch. Ich meine, mir geht es absolut nicht in den Schädel. Menschen sind echt absolut asozial. Ganz ehrlich, meiner Meinung nach gehört die Menschheit ausgelöscht. Gehört sie. Nicht nur, dass wir Tausende von Tieren töten und die Umwelt verschmutzen. Wir vernichten uns auch gegenseitig. In jeglicher Form. Das ist nicht nötig. Das ist unnötig. Wird auch nie nötig sein. Aber wir Menschen, wir sind einfach nicht in der Lage, die Meinungen anderer Leute zu akzeptieren. Ich meine, ich sehe die Haut nicht als Organ. Zum 100. Mal. Das ist meine Meinung. Lasst mir meinen freien Willen. Das ist das, worauf unsere Gesellschaft eigentlich aufgebaut ist. Freier Wille und freie Meinungsäußerung. Meine Meinung ist meine Meinung und ich darf die so äußern.
Und wem das nicht passt, dem braucht das nicht zu passen. Das ist das, was ich die ganze Zeit, seit Jahren predige, seit Jahren sage. All das, was ihr mir immer vorwerft, liegt lediglich daran, ihr sagt zu mir, dass ich nicht in der Lage bin, eure Meinungen zu akzeptieren. Ich akzeptiere eure Meinung durchaus. Ich sehe sie teilweise für schwachsinnig und für dumm und für asozial im Fall der Hater vor allem, wenn es um irgendwelche Aktionen geht. Aber es ist eure Meinung und ihr sollt eure Meinung haben. Das ist euch überlassen, das ist doch eure Sache, ist doch okay. Aber ihr werft mir vor, dass ich euch eure Meinung nicht lasse, obwohl mir eure Meinung scheißegal ist, die geht mir sonst nur vorbei. Aber ihr akzeptiert meine Meinung nicht. Ich sehe das eben so. Für mich ist der Himmel grün. Für mich ist die Haut kein Organ. Für mich ist es keine Luft, sondern keine Ahnung. Nichts, was ich einatme. Was weiß ich? Das ist letzten Endes der Punkt daran. Ich habe eine freie Meinung. Ich bin ein freier, eigenständiger, selbstständiger Mensch, der nicht darauf angewiesen ist, was andere um ihn herum machen und sagen. Ich kann mein eigenes Leben so führen, wie ich es für richtig halte. Die ganzen Hater allerdings, und es trifft auf jeden zu, ich sag's gerne noch ein 100.000, 170 Milliardenstes Mal. Jeder von euch, der mitschreibt bei den Hatern, der Kommentare schreibt, der die Hater schaut, der die Hater unterstützt, in welcher Form auch immer, ist kein eigenständiges Wesen. Weil er nichts ins Schädel benutzt, nicht drüber nachdenkt, was wirklich Fakt ist. Es hat mal irgendjemand, das ist schon Jahre her, hat mal irgendein Hater zu mir gesagt, er hat durchaus seinen eigenen freien Willen. Er unterstützt nur das, was die sagen, weil er es für richtig empfindet. Okay, deswegen muss man nicht vor meiner Haustür stehen und mich angreifen. Ich stelle mich auch nicht vor die Haustür der Hater. Im Fall von Affenkeks könnte ich es, um nur mal einen zu nennen. Aber ich mache das nicht. Warum? Warum mache ich das nicht? Weil ich besser bin als sowas. Weil ich der bessere Mensch von uns beiden bin. Stellt man Affenkeks und mich nebeneinander. Ja? Affenkeks ist kleiner, er sieht älter aus. Ich weiß nicht, ob er älter ist. Er sieht älter aus. Er ist auch klein und dick. Was heißt, ich bin ja nicht klein. Er ist klein, dick und pummelig. Ja? Er benimmt sich so asozial, dass er jedes Jahr hierher kommt. Und das seit mittlerweile 3 Jahren. Es sind jetzt 4 Jahre sogar schon. Oder werden jetzt 4 Jahre, wenn er es dieses Jahr wieder macht. Er kommt hierher jedes Jahr und baut jedes Jahr Scheiße. Macht jedes Jahr Videos, macht jedes Jahr irgendwelche Aktionen. Letztes Jahr habe ich dadurch meinen Torhammer verloren, den die geklaut haben. Und mein T-Shirt, was ich frisch zum Geburtstag gekriegt habe, was zerrissen wurde. Und was habe ich dem getan? War ich vor seiner Haustür gestanden? Irgendwann habe ich ihn körperlich angegriffen. Habe ich ihn je gefilmt und ins Internet gestellt? Habe ich ihn je irgendwie angegriffen? Nein, habe ich alles nie getan. Und was macht er? Er will ein besserer Mensch sein, baut aber auf hundertprozentige Art und Weise mehr Scheiße als ich. Und genau das ist der Fehler an unserer Gesellschaft. Ich banne niemanden grundlos und ich beleidige auch niemanden grundlos. Ich lösche die Leute hier raus, die hier Scheiße bauen. Und das ist auch wieder so eine Sache. Das ist genau der Punkt wieder. Es ist mein Stream, es ist dementsprechend meine Entscheidung, wen ich banne. Es ist meine Entscheidung und mein freier Wille, wie ich mit den Leuten in meinem Stream umgehe. Es geht euch nichts an, in keiner Weise. Wenn ihr es nicht akzeptiert oder es euch nicht passt, braucht ihr nicht zuschauen. Das ist schon wieder genau der Punkt. Meine Meinung und mein freier Wille ist, die Entscheidungen zu treffen in meinem Stream. Und ich bin dazu in der Lage und ich bin auch derjenige, der das Recht dazu hat, seinen eigenen Stream zu gestalten. In welcher Art und Weise auch immer. Und wenn ich versuche, euch zu löschen, wenn ich euch banne, wenn ich euch raushaue, dann ist das so. Dann hat es Fakt, dann hat es auch, habt ihr es auch zu akzeptieren. Weil das ist mein Stream. Ihr könnt zuschauen, ihr könnt hier dabei sein, wenn ihr euch vernünftig verhaltet. Das ist auch so eine Sache. Ihr werft mir vor, dass ich euch so schlecht behandle. Wie behandelt ihr mich? Es war hier jemand vor meiner Haustür, der mich hier angeschrien hat, beleidigt hat. Ich weiß gar nicht, was der alles zu mir gesagt hat. Und dann kommt ihr daher und sagt, und der sagt zu, er sagt zu mir, nicht ihr, er sagt zu mir, dass ich ihn geblockt habe. Offensichtlich habe ich ihn zurecht geblockt, wenn er hier vor meiner Haustür steht und Scheiße baut und rumschreit und assi ist. Dann habe ich doch die richtige Person geblockt. Wenn es nämlich eine Person wäre, die vernünftig ist, und mit der man reden kann, dann hätte die Person sich nicht vor meine Haustür gestellt und mich angegriffen. In welcher Art und Weise auch immer. Das ist genau das, was ich seit Jahren sage.
Euch passt nicht, wie ich mich verhalte. Dann schaut nicht zu, ihr müsst hier nicht dabei sein. Keiner zwingt euch hier zuzuschauen. Es ist eure freie Entscheidung. Genauso wie es meine freie Entscheidung ist, euch zu bannen, wenn ihr Scheiße baut. Oder euch auch grundlos zu bannen. Wenn ihr es unbedingt meint, es ist grundlos, dann habe ich trotzdem das Recht dazu, euch grundlos zu bannen. Das Recht habe ich. Das werde ich immer haben. Es ist mein Stream. Genauso wie jeder von euch das Recht hat, wenn jemand vor eurer Haustür steht, ihm zu sagen, er soll gehen. Das Recht habt ihr. Oder auch wenn jemand bei euch zu Hause ist. Ihr habt das Recht, zu der Person zu sagen, du, bitte geh jetzt. Oder verschwinde. Oder wie auch immer ihr es äußern wollt. Ja? Das Recht habt ihr. Das ist euer freier Wille und euer Recht dazu. Das war es immer. Es wird sich auch nicht ändern daran. Ich gehe erst mal auf Schiffen. Aber denkt mal drüber nach, was ich gesagt habe. Denkt mal drüber nach, was ich sage. Denn letzten Endes ist es richtig, was ich sage. Ich habe das lange genug mitgemacht und ich sage euch jetzt seit Jahren. Es ist eure Entscheidung, wie ihr damit umgeht. Es ist eure Entscheidung, was ihr dazu sagt. Aber letzten Endes braucht keiner von euch hier zuschauen, wenn es ihm nicht passt. Und Kare, ich weiß genau, dass du mit Sicherheit zuschaust und zuhörst. Ich warne dich genau ein einziges Mal noch. Nimm meine Videos, nimm meine Alerts, also die Sachen von meinen Alerts, die Bilder, die Videos, die Audios, nimm die aus deinen Streams, lass diese Scheiße, benimm dich wie ein ehrenvoller Mann, wenn du einer sein willst und nicht wie ein kleines, verzogenes Kind. Lösch die Scheiße von mir und haus raus und melde dich nie wieder in diese Richtung. Mach deinen eigenen Content, du hast genug Zuschauer, du hast genug Abonnenten, mach was draus, anstatt dich über andere aufzuregen, die aus nichts etwas geschaffen haben. Anders als du, der sich an dem Fame und an der Bekanntheit und an der Größe anderer hochzieht. Mach was aus deiner eigenen Bekanntheit, die du jetzt hast. Du hast die Chance dazu. Aber lass mich aus deinem scheiß Leben raus. Denn mein Leben ist nicht deines. Und es hat auch nichts damit zu tun. Pizza. Eigentlich wollte ich mir nämlich eine Pizza machen, bevor ich gestreamt habe. Hör zu. Ich weiß, dass ich mich nicht gut anstelle, was die Sache gegen Mobbing angeht. Ja, das weiß ich. Ich bin dafür teilweise nicht geeignet, darauf aufmerksam zu machen. Ich bin nicht dafür geeignet, es richtig hinzubekommen, dass das richtig rüberkommt, weil ich dafür viel zu impulsiv bin. Allerdings sollte doch selbst dem letzten Menschen auffallen, dass diese Scheiße, die hier abgeht, nicht normal sein kann. Ich hatte ja sich auf dem Klo war gerade noch eine richtig gute Idee, worauf ich noch anspielen kann, beziehungsweise nicht sagen kann. Mir fällt es aber gerade nicht ein. Ach so, genau. Es kommen Leute hierher und wenn ich dann rausgehe, nachdem die hier ewig schon rumschreien und was weiß ich alles machen und die dann anschreie oder abgehe oder auf die losgehe, dann sagen die, es ist kein Wunder, dass du so ein Assi bist oder dass die Leute sich für so ein Assi halten. Aber man muss immer auch bedenken, ich würde so nicht reagieren, wenn niemand vor meiner Tür wäre. Ich würde so nicht reagieren, wenn die Leute nicht auf mich losgehen würden. Ich würde so nicht reagieren, wenn die Leute diese Scheiße lassen würden. Ich würde mich damit begnügen, meine Sachen im Internet zu machen. Mein Leben im Internet zu führen. Aber damit würde ich mich begnügen. Darüber hinaus hat es nichts mit meinem Leben zu tun, was ich so mache. Und genau das ist letzten Endes der Punkt, der mir nicht in den Kopf geht. Ja? Es ist letzten Endes halt total daneben. Viele sagen, du regst deine ganzen Nachbarn auf. Nicht ich reg die Nachbarn auf. Dass die Nachbarn aufgeregt sind, ist eine Ursache dessen, dass die Leute vor meiner Tür stehen. Die würden sich gar nicht aufregen müssen, wenn ich mich nicht aufregen müsste. Und ich müsste mich nicht aufregen, wenn niemand vor meiner Tür wäre. Leute geben mir immer die Schuld für ihre Verfehlungen. Sagen immer, du bist voll der Assi, weil du alle belästigst. Du belästigst die Polizei, du belästigst deine Nachbarn, du belästigst alle Menschen auf dieser Welt. Warum belästige ich die Leute? Weil ich auf der Welt bin? Oder weil Leute hierher kommen und Scheiße bauen? Das ist halt genau das, was ich meine. Die Leute geben mir die Schuld dafür, dass sie Scheiße bauen. Man kann die Scheiße auch, man kann auch gerne immer hergehen und anderen Leuten die Schuld geben für seine eigenen Verfehlungen. Ja? Ich meine, ich habe auch Fehler gemacht in meinem Leben und nicht gerade wenige. Ich habe viele Fehler gemacht in meinem Leben. Angefangen damit, dass ich halt gesagt habe, wo ich wohne. Angefangen damit, dass ich gewisse Sachen aus meinem Privatleben erzählt habe. Andere Sachen, dass ich mich gewisserweise auch nicht gerade sonderlich rührselig, genau. Dass ich mich nicht gerade vernünftig verhalten habe. Ach, das ist schon wieder diese Scheiße da. Warum scrollt das eigentlich nicht selber mit? Verstehe ich nicht. Ich meine, womit rechnet ihr eigentlich? Was erwartet ihr? Was erhofft ihr euch davon?
Ihr findet es lustig, wenn ich mich aufrege. Ihr findet es lustig, wenn ich irgendeine Scheiße baue, wo ich dann irgendwie die Hater angreife. Ihr findet es lustig, wenn ich leide, wenn ich Schmerzen empfinde, sei es nun körperlicher Schmerz oder sei es emotionaler Schmerz, im Sinne von Erdbeeren zum Beispiel. Ich meine, ist euch irgendwann im Leben auch nur ansatzweise das passiert, was mir passiert ist? Das würde mich interessieren, ganz ehrlich. Weil letzten Endes kann ich mir nicht vorstellen, dass auch nur einer von euch diese Scheiße mit mir machen würde, wenn er selbst diese Scheiße durchgemacht hätte. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich meine, ich habe mich in jemanden verliebt. Und ich mag die Person wirklich sehr. Ich liebe die Person. Aber es ist einfach, es ist viel passiert. Es ist viel Scheiße passiert. Wir haben beide Fehler gemacht. Beide haben gravierendere Fehler gemacht als ich habe einen gravierenderen Fehler gemacht, dann hat sie einen gravierenderen Fehler gemacht und so weiter. Aber letzten Endes war ich wirklich bereit, darüber hinwegzusehen. Ich war wirklich bereit, es zu versuchen, trotz allem, was passiert ist, trotz aller Scheiße, die war. Weil ich mich wirklich ernsthaft und wahrhaftig in diese Person verliebt habe. Aber ich kann niemanden in mein Leben lassen, der wirklich für Mobbing ist und der wirklich dieses Scheiße unterstützt und der mich noch dazu deswegen versetzt, weil er den Stream von einer anderen Person schauen will, die mich hatet. Wenn es eine vernünftige Person gewesen wäre, ein Gamer oder ein anderer YouTuber oder so, wäre das okay gewesen. Da hätte ich sogar mitgeguckt. Klar, gar kein Fall. Was man auch zum Beispiel hätte machen können, nebenbei sich unterhalten und dann den Stream gucken. Aber stattdessen darf ich mir hier so eine Scheiße geben. Wisst ihr, ich habe echt oft, und ich sage das jetzt ohne Tränen in den Augen, ich habe echt oft das Gefühl, dass es für mich einfach keinen Platz auf diesem Planeten gibt. Ich meine das ernst. Ich habe da mich auch schon lange mit abgefunden eigentlich. Das Problem für mich ist dann immer erst dann, wenn ich das Gefühl habe, dass ich vielleicht doch irgendwo hinpasse, doch jemanden finde. Ich habe ja teilweise auch wirklich die, ich habe tatsächlich wirklich den Gedanken, dass ich die Reinkarnation eines wirklich bösartigen Menschen war oder bin. Dass ich die Reinkarnation eines Menschen war, der in seinem vorherigen Leben viel Scheiße gebaut hat, viele Leute angegriffen hat, viele Leute verletzt hat, viel Scheiße eben. Und dass ich in diesem Leben dafür büßen muss. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und versteht mich nicht falsch, ich glaube nicht an Gott und so. Also ich glaube nicht an Gott im herkömmlichen Sinne. Aber ich kann mir das anders nicht erklären. Ich meine, was habe ich der ganzen Welt getan? Und ich weiß, dass es jetzt wieder nach Mimimi klingt. Und ich sage das jetzt auch ohne Trauer oder irgendwas. Das ist eine ernsthafte Frage, die mich interessiert. Die mich schon seit meines Lebens beschäftigt. Für mich ist es nicht nachvollziehbar. Wisst ihr, wenn man in ein gewisses Alter kommt, dann denkt man darüber nach, wie sein Leben so war. Und in dem Alter bin ich eigentlich soweit schon. Und ich denke halt oft darüber nach, ob ich irgendwas anders machen würde. Es wurde auch schon oft gefragt, ob ich irgendwas anders machen würde, wenn ich könnte. Die Frage ist einfach. Die Antwort ist leichter. Nein. Ich würde nie was anders machen als das, was ich gemacht habe. Mein Leben ist voller Schmerz, voller Kummer und voller Neid und Hass. Aber ich würde mein Leben nie anders führen, als ich es getan habe. Ich würde den Fehler mit Erdbeerchen noch 100 Mal machen, wenn es nötig ist. Ich würde den Fehler mit anderen Menschen noch 100 Mal machen, wenn es nötig wäre. Alle Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, sind Teile meines Wesens geworden, sind Teile meiner Persönlichkeit und meines Ichs. Ich bin im Reinen mit mir, mit dem, wer ich bin. Die Frage ist, wie viele von euch das sind. Ich habe viel Scheiße gebaut in meinem Leben, aber weit weniger als viele andere. Ich habe viele Fehler gemacht, ob jetzt in der Liebe oder abseits davon. Und trotzdem würde ich jeden Fehler wiederholen. Ein paar Minuten ist meine Pizza fertig. Ich hoffe wirklich ernsthaft, dass irgendwann die Leute verstehen, dass man da was ändern muss. Wenn man irgendwas ändern will, muss man bei sich selbst anfangen. Ich möchte das Mobbing ändern. Ich selbst versuche, mich zu verbessern.
versuche immer besser zu sein, als ich es war. Auch wenn ich dabei teilweise nicht so erfolgreich bin. Und trotzdem hat sich kaum was verändert. Ich habe es auch schon 100 Mal gesagt. Viele haben mir immer wieder, haben mich wieder, immer wieder gefragt, hey, wie schaut's denn aus? Wann hast denn du, wieso machst du weiter? Wieso tust du dir das alles an? Und es sind Leute auf mich zugekommen, die sich umbringen wollten. Und ich glaube das denen. Und die haben mich angeschrieben und haben gesagt, ey du, oder haben mich angesprochen, auch real angesprochen, und haben gesagt, ey du, ich habe dich kennengelernt, als ich wirklich down war, als ich wirklich am Boden war. Und du hast mir wirklich geholfen. Du hast mir gezeigt, dass man immer weitermachen kann. Du hast mir gezeigt, dass man nie aufgeben muss und dass man immer sein Leben weiterführen kann. Und genau so muss es sein. Ihr dürft nie aufgeben. Ihr müsst immer weitermachen. Denn ein anderer wird euer Leben nicht für euch führen. Ein anderer wird euer Leben nicht für euch machen. Es ist letzten Endes einfach nur Scheiße, was so heutzutage alles abgeht und was für eine Scheiße alles passiert. Aber letzten Endes ist es eben so. Ich frage mich nur wirklich, ob die Realität so aussieht, dass die Menschen, die Scheiße bauen, davonkommen und die Leute, die darunter leiden, als Opfer letzten Endes dastehen und alleine sind. Das würde mich interessieren. Ich habe in meinem Leben fast nur Niederlagen erlebt. Ich habe so gut wie keinen Sieg gefeiert. Ein paar vereinzelte Sachen. Ich habe eine Handvoll guter Tage über mein ganzes Leben verteilt. Trotzdem würde ich niemals aufgeben. Ein anderer führt mein Leben nicht. Ich muss mein Leben alleine führen, selbst führen. Und ich mache das Beste aus dem, was mir gegeben ist. Klar, viele von euch denken wahrscheinlich, ja, das könnte ich besser. Aber letzten Endes kannst du mein Leben nicht besser führen. Ich habe Handicaps unter anderem. Und an diesen Handicaps arbeite ich. Ich versuche mich zu verbessern. Meine Rechtschreibung, wenn jemand meine Rechtschreibung vor 5 Jahren gesehen hat, ey, der hat sich an den Kopf gelangt und gesagt, was bist du für ein Idiot? Was schreibst du für einen Scheiß? Meine Rechtschreibung ist heute noch scheiße. Aber im Vergleich zu früher, leck mich am Scholli, ey, das ist echt heftig. Das ist eine Welt. Das ist eine Welt an Unterschied. Letzten Endes ist es sowieso vergebens. Alexa, stopp den Timer. Wir sind die Bösen, wir die Guten. Alter, Farbe. Ich würde gerne wissen, wie viel Skurril das hat, Alter. Steht aber leider nicht dabei, wie es aussieht. Schade. Huch. Sehr schade. Ich lass mich nicht unterkriegen. Dafür sind sie nicht stark genug. Wisst ihr, ich habe echt viele Probleme. Zum Beispiel meinen Kiefer. Ich kann super essen. Ich habe kein Problem mit dem Essen. Aber wo ich mich echt schwer tue, ist, wenn ich zum Beispiel eine Pizza esse, und da ist ein Stück Käse oder ein Stück Käse drauf oder Wurst oder so. Ich muss immer das ganze Stückchen Wurst oder ein ganzes Stückchen Käse in den Mund ziehen, weil wenn ich das nicht ganz mache, ich kann das nicht beißen, weil mein Ober- und mein Unterkiefer nicht aufeinander beißen. Und nicht vorne jedenfalls, hinten an der Backe schon. Das ist auch echt dumm, ey. Ich reiß meine Nahrung mehr, als ich sie esse. Also kaue, beiße. Alter, es ist scharf. Alter. Jetzt habe ich gerade richtig am Sack, weil er meinen Stream gestreamt hat oder restreamt. Jetzt kann ich ihn richtig ans Bein pissen. Gut, dass ich nachgeschaut habe. Kare, ich mach dich fertig, Alter. Du wirst kein Licht mehr sehen. Verspreche ich dir. Ich hab dich am Sack, Alter. Ich werde jetzt jeden verdammten Schritt von dir beobachten und ich werde dich fertig machen. Du hast nichts mehr zu lachen, Junge. Verspreche ich dir. Ihr könnt übrigens alle Kare mal melden, wenn ihr wollt. Da verstößt ihr nicht gegen meine Urheberrechte. Indem ihr meinen Stream postet, indem ihr meinen Stream macht. Ihr könnt ihn gerne alle mal melden. Kare. K-A-R-E heißt, wird er geschrieben auf YouTube. Einfach mal nachgucken, schauen, er ist im Livestream.
Einfach direkt eiskalt den Livestream melden. Ich mach den Wichser fertig, Alter. Ihr könnt mitmachen oder ich mach's alleine. Eins von beiden. Ich krieg den auf jeden Fall fertig. Und das Witzige ist, ich krieg den auf mehrere Arten. Der hat nämlich kein Impressum. Man muss ein Impressum haben. Wenn er es nicht hat, kann ich ihn auch dafür anzeigen. Ich habe schon mehrere Videos von ihm gemeldet. Ich mache den Wichser fertig. Ich glaube, ihr unterschätzt mich immer. Gut. Das ist jetzt da einfach so, so locker drauf. Ja. Ah. Ich vermute mal, dass es so eine Art Timer ist. Weil, das ist jetzt da so, das ist so eine Art Timer, schätze ich mal, der jetzt da einfach abläuft. Also von daher an sich eigentlich ziemlich egal. Ich werde jetzt mal auffüllen und machen. Mein Wasserkocher werde ich in der Zwischenzeit mal entkalken. Dafür habe ich mir hier, wo ist es?